Der falsche Kuss. Roman von Ralf H. gelesen von Ralf H. 4. Kapitel. Teddy Folger saß neben seinem Kollegen im Wagen und versuchte sich, seine Nervosität nicht anmerken zu lassen, nestelte aber zu oft an seiner Uniformjacke herum. Vor einigen Momenten waren sie angewiesen worden, in einem Fall von Lärmbelästigung einzugreifen. Ein Nachbar hatte angerufen, um auf einen heftigen Ehestreit aufmerksam zu machen. »Die schreien und es hört sich an, als würden Gegenstände durch die Gegend geworfen werden.« Kein Auftrag, nach dem Folger sich sehnte. Er hasste es, in private Streitigkeiten hineingezogen zu werden. Das war etwas anderes als seine Jagd durch die samstägliche Menschenmenge auf der Haupteinkaufsstraße, damals, vor so vielen Jahren, so vielen glücklichen Jahren. Im Fernsehen sieht eine Verfolgung immer eindrucksvoll aus. Ein durchtrainierter Polizist drängt sich durch die respektvoll aus dem Weg gehende Menge, in voller Uniform. Für Folger war das anders. Ja, er war einigermaßen fit, aber er war kein Sportler. Schon nach einigen Dutzend Metern atmete er schwer und die grüne Uniformjacke war genauso wenig für Verfolgungsjagden gedacht wie die Schirmmütze und der schwere Gürtel. Und natürlich dachte niemand daran, ihm Platz zu machen. Unmöglich, in der Menge die Waffe zu ziehen, nicht auszudenken, was hätte passieren können. Und das alles nur wegen eines Taschendiebs. Immerhin, wenn er ihn weiter in diese Richtung treiben konnte, bestand die Möglichkeit, dass er einem am Ende der Straße aufgestellten Kollegen in die Arme lief. Bevor er vor Anstrengung zu heftig japste, hatte Folger einen Alarm ausgegeben. Jeder in der Nähe befindliche Kollege hielt Ausschau nach dem Flüchtenden. Natürlich bestand noch immer die Gefahr, dass der Dieb in eine Seitenstraße entwischte und dort untertauchen konnte. Aber wenn der Abstand nicht allzu groß wurde, Folger wich aus, hatte schon nicht mehr die Kraft, sich verständlich auszudrücken. Früher hätte man die Trillerpfeife benutzt, aber die Welt war lauter geworden. Bei jeder zweiten Demonstration blies irgendjemand in eine Trillerpfeife, niemand achtete mehr darauf. Auch wenn der Abstand schon wieder etwas größer wurde, 3 Meter sind in einer Menge viel zu viel. Immer darauf achten, nicht in ein Kind hineinzurennen. Immer darauf achten, nicht über einen Hund zu stolpern. Ständig schlug irgendwas gegen seinen Körper. Ständig kam er Menschen zu nahe. Schweiß, Parfum, Alkohol. Nicht darauf achten. Weiterhin. Und das Atmen fällt immer schwerer. Der Taschendieb ist jünger, groß, kurze Haare, Akne, ein Tattoo auf dem Handrücken. Weiter. Jeans, die so weit heruntergerutscht waren, dass die gelbgrüne Unterhose herausschaute. Nike-Turnschuhe, eine Kappa-Jacke, jünger als Folger und sehr viel besser in Form. »Halten Sie den Mann fest!« Niemand dachte daran, dem Polizisten zu helfen. Man möchte ja in nichts hineinkommen, von wegen Bürger in Uniform, von wegen Freund und Helfer. Selbst wer nichts auf dem Kerbholz hatte, mied den Umgang mit der Polizei, Überbleibsel des Obrigkeitsstaats. Folger hatte etwas aufgeholt, steckte alle Kraft in eine Bewegung, streckte sich, soweit es ging, schaffte es fast, den Flüchtenden an der Jacke zu packen. Und dann prallte Teddy gegen eine Frau, die am Boden kniete, um das Bändchen ihres Schuhes festzumachen. Es lag Jahre zurück, aber der Sturz tat bis heute weh. Er erinnerte sich noch immer daran, dass er fluchte noch mehr, als er versuchte aufzustehen und feststellen musste, dass er seinen Fuß nicht mehr belasten konnte. »Der Gesuchte flieht Richtung...« oder sowas Ähnliches in das Sprechfunkgerät. Es half alles nichts, der Taschendieb entkam. Monate später wurde er in München erwischt und vor Gericht gestellt. Für Folger keine Befriedigung, er hatte versagt. »Oh, das tut mir aber leid«, ganz genau diese Worte. »Oh, das tut mir aber leid«, richtete die Frau, über die er gestolpert war, an ihn. Blond, schlank und, später würde er sie als schön bezeichnen, als die schönste Frau, der er je begegnet war. Damals ärgerte er sich nur. Die Wohnung befand sich im ersten Stock eines Wohnblocks in einer Trabantenstadt. Vor dem Haus lagen mehrere Fahrräder, dazwischen einige Bierflaschen und ein verwittertes Brett, das niemanden sorgen wollte. Schon auf der Straße war das Geschrei eines Mannes zu hören, aber nicht zu verstehen. Die Haustür, von der die ausgebleichte rote Farbe abblätterte, ließ sich durch leichten Druck öffnen. Im Vorraum des Treppenhauses reihten sich Briefkästen an Briefkästen. Bei einigen fällten die Klappen, die Namen waren mit Dymo gepresst, gedruckt und handgeschrieben, aufgeklebt und manchen fällten sie komplett. Ablegen von Werbung verboten, hieß es auf einem an der Wand angeklebten Zettel, der schon ausbleichte. Trotzdem lagen auf den Briefkästen Berge unterschiedlichster Prospekte und Werbezeitschriften. Aus einigen Briefkästen quollen alte Zeitungen. Es roch nach Urin. In der Wand waren Dellen, vielleicht von Fußbällen, die wuchtig dagegen geschossen worden waren. In den Stockwerken trennten Glastüren, teilweise eingesplittert, die Flure zu den Wohnungen von Treppenhaus und Aufzug. Schon beim Öffnen der Tür war das Geschrei aus der Wohnung deutlich zu hören. Alles ging recht schnell. Man verabredete sich, lernte sich besser kennen, schaute sich tief in die Augen, stellte fest, dass man sich auch dann noch etwas zu sagen hatte, als alles gesagt war, und schließlich heirateten sie. Geplant war eine kleine standesamtliche Zeremonie, die mit der Zeit immer größer wurde. Seine Kollegen
bereiteten einiges vor, ihre Kolleginnen ebenfalls. Eigentlich wollte sie mit der engsten Familie nach Hause gehen und dort einen entspannten Nachmittag verbringen. Niemand war erstaunter als das Brautpaar, als er nach dem Standesamt nicht in die vertraute Straße ging. Die Polizisten hatten einen großen Saal und Getränke besorgt, die Kolleginnen aus dem Kaufhaus hatten für den Raumschmuck und Essen gesorgt. Woher die Drei-Mann-Band kam, wurde nie so recht geklärt. Es wurde ein ausgelassenes Fest nach einem Eklat, der nur deshalb keiner wurde, weil im Trauzimmer nur Verwandtschaft Platz gefunden hatte, die jedoch schon auf dem Weg hinaus war, als es geschah. Sandin, natürlich Sandin. Noch nach all den Jahren konnte Teddy seine Wut noch immer kaum beherrschen, wenn er an das zurückdachte, was sie getan hatte. Bereits bei der ersten Begegnung mit Sandin war ihm aufgefallen, wie angespannt das Verhältnis der Schwestern war. Sie stritten sich nicht, stichelten nicht, aber es gab nichts Herzliches, nichts Vertrautes. Sie lachten nicht zusammen, erzählten sich nicht die kleinen Geschehnisse, die nur Geschwister interessierten. In ihren Gesprächen ging es nur um die großen Dinge, auch um Unwichtiges, um die Eltern ja, aber nie um etwas Persönliches. Polly sprach fast nie von Sandin und auf seine Fragen antwortete sie stets ausweichend. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Sandin ist hübsch und nett. Ich kann nichts Negatives über sie sagen. So oder ähnlich äußerte er sich gegenüber einem Freund. Küsschen links, Küsschen rechts. Und dann die Hände schütteln, einer der wenigen Gäste nach dem anderen. Merkwürdig nur, dass Sandin darauf achtete, die anderen vorzulassen. Alle Traugäste waren paarweise gekommen, abgesehen von Pollys Großmutter. 98 Jahre alt, aber rüstig. 2 Wochen später würde man sie tot in ihrem Bett finden. Aber an diesem Tag deutete nichts darauf hin. Alle Traugäste waren paarweise erschienen, abgesehen von Pollys Großmutter und Sandin. 2 Wochen vorher waren Volker und Polly ihr noch in der Stadt begegnet. An ihrer Seite ein Mann, der etwas älter war als sie, kaum noch Haare hatte, einen dreiteiligen Anzug trug, aus dessen Weste eine Uhrkette glänzte. Man hatte förmlich riechen können, dass er vermögend war. »Gratuliere«, sagte Sandin kurz angebunden zu ihrer Schwester. Dem neuen Schwager gegenüber war sie sehr viel herzlicher. Sie nahm ihn in den Arm, küsste ihn links und rechts, meinte dann »Willkommen in der Familie« und gerade als er Danke sagen wollte, presste sie ihre Lippen auf seine, stieß mit der Zunge in seine Mundhöhle, umschmeichelte seine Zunge, tastete seine Zähne ab. Er stand nur da, nicht wissend, was er tun sollte. Sie von sich stoßen und damit Aufmerksamkeit auf ihre Tat lenken? Unmöglich. Er ruderte mit den Armen, um wenigstens so anzudeuten, dass hier etwas gegen seinen Willen geschah. Er versuchte, etwas zu sagen, aber sie ließ ihm keine Chance. Und dann, fast so schnell, wie er begonnen hatte, war der Guss vorüber. Sandin lächelte Volker noch einmal an. Dann verließ sie den Raum, ein frisch getrautes Paar zurücklassend, das nicht wusste, wie es mit der Situation umgehen sollte, auch nicht, als sie ohne einander festzuhalten, den Raum verließen, um auf die während der Trauung herangeschlichenen, gejubelnden Kollegen und Kolleginnen zu treffen. Die beiden Polizisten klingelten. »Glaubst du, das lasse ich mir gefallen?« hörte man von innen. Volker ließ seinen Kollegen noch einmal klingeln. »Manchmal sollte man die Tür nicht öffnen.« »Du?« Nicht gerade die intelligenteste Feststellung, die Teddy Volker jemals von sich gegeben hatte. Vielleicht lag es daran, dass er bis vor wenigen Momenten noch geschlafen hatte. »Ich dachte, ich schau mal nach dir.« Er wusste nicht, was er sagen sollte. »Darf ich vielleicht reinkommen?« Er konnte die Schwester seiner Frau nicht vor der Tür stehen lassen. »Natürlich.« Olli war seit 2 Tagen im Krankenhaus. Nichts wirklich Ernstes, hatte der Arzt gesagt, nur eine Vorsichtsmaßnahme und das 2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Teddy ging so oft es ihm möglich war in die Klinik, aber im Moment war es nur in Notfällen möglich, frei zu bekommen. 3 Kollegen krank, einer ausgeliehen in einer Interstadt, da war jeder unentbehrlich. Hin und wieder musste er schlafen. Das ging nicht im Krankenhaus. Deshalb war er in der Wohnung. Deshalb hatte Sandin ihn angetroffen. »Du siehst nicht gut aus«, meinte Sandin, während sie ihren nassen Mantel abstreifte. Sie streckte ihn Teddy entgegen, aber der schlurfte schon ins Wohnzimmer. »Du siehst nicht gut aus«, wiederholte sie, als sie ihm folgte. Er trug einen falsch geknöpften Schlafanzug, 3 Knöpfe waren offen, aber der oberste Knopf hielt alles bedeckend zusammen. »Hast du heute schon was gegessen?« Teddy gähnte. »Ich hab gerade geschlafen. Hab ich dich geweckt?« »Oh, das tut mir leid.« Sie trug nasse Schaftstiefel, einen über den Knien endenden Rock und einen tief ausgeschnittenen Wollpullover. »Ich habe seit 3 Tagen nicht richtig geschlafen. Ich kann dir einen Kaffee machen.« »Nicht nötig. Ist nett, dass du gekommen bist, aber ich brauche meine Ruhe.« Er drückte sich aus dem Sofa. »Es macht dir hoffentlich nichts aus.« »Nein, nein, leg dich nur hin. Ich wollte ja nur, dass du weißt, dass du auf mich zählen kannst. Ruf mich an.« Sie bückte sich ihm entgegen, der Pulli wölbte sich nach unten und machte einen Blick auf ihre nackten Brüste möglich. Ein kurzer Kuss auf die Wange des abgelenkten Mannes.
Eine kurze Drehung, eine fast zufällig wirkende Berührung seiner Hose, der ein kurzer Griff folgte. Ich muss ins Bett. Aber natürlich, sie lächelte, als sie seine körperliche Reaktion sah. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Soll ich hier warten? Danke. Nicht nötig, du findest raus. Egal wann, egal, du weißt schon. Teddy fand lange keinen Schlaf. Seit jedem Tag vermied er es, mit Sandin alleine zu sein. Und sei es auch nur eine Viertelstunde. Noch einmal klingeln, das aber keinen Einfluss auf das Geschrei in der Wohnung hatte. Ich lass mich doch nicht verarschen. Ja, ich weiß, immer ist es, ich täte dies, täte das. Ich lass mir das nicht mehr gefallen. Nein, nein, lass mich nicht. Volkers Kollege klopfte mit der Faust gegen die Tür. Machen Sie auf, hier spricht die Polizei. Bitte öffnen Sie die Tür. Immer höflich bleiben, vielleicht war die Situation ja ganz anders, als sie ihm und seinen Kollegen erschien. Situationen sind nicht immer das, als was sie erscheinen. Diesen Satz aus seiner Ausbildung hatte er sich gemerkt. Was Sandin damals bezweckt hatte, war ihm nie so richtig klar geworden. Es gab eine Möglichkeit, aber die konnte und wollte er sich nicht vorstellen. Es musste Zufall gewesen sein. Ja, ganz sicher. Unmöglich, dass sie ihn wirklich anmachen wollte. Er war doch nicht der Typ dafür. Trotzdem fühlte er sich seit diesem Vorfall in Sandins Nähe nicht wohl. Und dann war da noch der Kuss, den er für einen Spaß zwischen den Schwestern gehalten hatte. Die Rache war wunderbar gewesen. Manchmal kann man Dinge einfach nicht ruhen lassen und bei Polly musste er sich keine Sorgen machen. Es war ein Spiel gewesen, mehr nicht. Ein dumpfer Schlag von innen. Was war denn das? Keine Ahnung, hat sich fast wie ein Schuss angehört, beendete der Kollege den Satz. Machen Sie sofort auf, sonst brechen wir die Tür auf. Hört sich gut an, ist aber schwieriger, als man denkt. In Filmen kann man Türen eintreten, in Wirklichkeit bricht man sich dabei bestenfalls das Bein. Und ein Schloss aufzuschießen ist auch so ein Filmtrick, von dem in der Ausbildung abgeraten wird. Die Verletzungsgefahr durch Splitter ist zu groß und wenn man nicht richtig trifft, bekommt man die Tür überhaupt nicht mehr auf. Ich rufe Verstärkung. Wird wohl das Beste sein, lauter. Machen Sie auf! Ein Schuss. Scheiße! Noch ein Schuss. Aber in der Tür war ein kleines Loch, rund, etwas angesplittert. Volker! Volker schaute an sich herunter, sah einen roten Fleck auf seiner Brust, hob eine Hand, um den Fleck zu berühren, schaute die rote Flüssigkeit an. Volker! Wusste nicht. Was? Schaute seinen roten Finger an, dann zum Kollegen, der immer mehr verschwamm. Volker! Und dann spürte er nichts mehr, sah nichts mehr, war nicht mehr.